Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Der Direktor des schottischen Oceans Instituts in St. Andrews, an der Universität von St. Andrews. Und ich habe schon seit langen Jahren hier am Zoo Duisburg mit den Tieren gearbeitet. Wir arbeiten mit Delfinen und auch Walen, sowohl im Freiland als auch in Zoos. Für uns ist es sehr wichtig, uns die Tiere sowohl in der freien Wildbahn als auch im Zoo anzusehen, weil man eine ganz andere Herangehensweise hat. Das heißt, hier im Zoo können wir uns sehr detailliert angucken, wie Tiere auf Laute reagieren. Und ich bin Bioakustiker, das heißt also das Hauptthema, was mich interessiert, ist, wie die Tiere auf Geräusche reagieren, und das sind ganz verschiedene Geräusche. Das können sowohl die Delfinlaute selbst sein, das heißt die Kommunikationslaute, und wie die Tiere die benutzen. Das heißt also, was bedeuten diese Laute, was für Funktionen haben die. Auf der anderen Seite aber bin ich auch daran interessiert, wie die auf Umweltgeräusche reagieren und natürlich auch auf Geräusche und Lärm, den Menschen verursachen. Eine der großen Sorgen, die wir eigentlich haben in der freien Wildbahn, ist tatsächlich die Umweltverschmutzung durch Lärmbelästigung. Und die kommt aus vielen Quellen, das heißt also, das ist sowohl der Schiffverkehr, aber auch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Exploration bei der Ölsuche, der Sonareinsatz, sowohl von normalen Schiffen als auch von Militärschiffen. Und all diese Geräte und Aktivitäten verursachen natürlich Geräusche. Eine der großen Fragen, die wir jetzt hier stellen im Moment, ist uns anzusehen, inwiefern die Tiere verschiedene Delfinarten unterscheiden können. Und für uns ist es ganz wichtig, den Unterschied uns anzusehen, sowohl zwischen dem, was Tiere eigentlich in der Kommunikation tun und was sie dort können und was sie miteinander, was sie sich gegenseitig mitteilen können, aber auch dann zu sehen, inwiefern das unter Umständen leidet, wenn man dann Lärmbelästigung hinzufügt oder Lärmbelästigung hat. Und insofern ist es für uns im Zoo besonders wichtig, dass wir uns angucken können, wie die Tiere auf Laute reagieren. Das heißt, wir benutzen dafür sogenannte Playback-Experimente. Das heißt also, wir spielen Laute vor mit Unterwasserlautsprechern und gucken dann, wie die Tiere darauf reagieren. Und wir spielen normalerweise nicht nur einen Laut vor, sondern spielen mehrere Laute vor. Und wir benutzen dann, um herauszufinden, ob die Tiere einen Unterschied bemerken, ein sogenanntes Habituationsdesign. Und was das heißt, ist, dass man denselben Laut immer wieder spielt. Sagen wir mal alle 15 Sekunden oder so. Und zu Anfang reagieren die Tiere natürlich stark. Und dann fangen sie an, das zu ignorieren. Genauso wie wir das auch kennen, wenn man zum Beispiel den Fernseher anschaltet und der läuft im Hintergrund. Zu Anfang hört man, was da gesprochen wurde. Nach einer Weile hört man es schon gar nicht mehr. Es ist also etwas, was tatsächlich dann so in den Hintergrund gedrängt wird. Wenn jetzt aber nach einiger Zeit plötzlich ein ganz anderes Signal kommt, dann fällt einem das auf einmal wieder auf. Und das finden wir bei Tieren auch. Das ist dann die sogenannte Dishabituation. Das heißt, nachdem wir also diesen selben Laut immer wieder gespielt haben und die Tiere sich daran gewöhnt haben, spielen wir dann mit derselben Lautstärke einen etwas anderen Laut. Und dann kann man sehen, ob die Tiere plötzlich wieder reagieren. Das heißt, gucken sie plötzlich wieder nach dem Lautsprecher, nähern sie sich plötzlich wieder an. Und das heißt, das gibt uns dann die Information, ob das Tier praktisch den Unterschied bemerkt hat oder dem Tier oder diesem Unterschied auch Bedeutung beimisst. Vielleicht hat das Tier den Unterschied bemerkt, aber es spielt keine Rolle. Und hierbei ist es jetzt so, dass wir vor allen Dingen Laute von großen Tümmlern vorspielen, also von Artgenossen. Und nachdem die Tiere sich daran gewöhnt haben, spielen wir dann etwas vor von einem Fleckendelfin, einer anderen Delfinart, die nah verwandt ist, aber doch andere Laute produziert. Und die Frage hierbei ist, diese Laute sind relativ ähnlich, ob die Tiere tatsächlich den Unterschied bemerken. Im Zoo können wir uns das sehr genau ansehen, weil wir uns sowohl angucken können, wie nah das Tier rankommt, ob das Tier zum Lautsprecher hinguckt, ob das Tier vielleicht den Lautsprecher vermeidet. Und wir können dann praktisch genau messen, wie schnell sich das Tier wieder annähert, nachdem wir einen anderen Laut spielen. Und diese feinen Unterschiede, die wir dann dort praktisch sehen können, können wir dann auch in der freien Wildbahn
uns ansehen. Das heißt, in der freien Wildbahn ist es natürlich schwieriger, die Tiere zu sehen. Wir können seltener unter Wasser uns die Tiere angucken. Man sieht zwar meistens in Naturdokumentationen natürlich sehr schöne Unterwasseraufnahmen von Delfinen, aber das ist nicht sehr repräsentativ, weil die Tiere natürlich meist in Gewässern leben, die sehr nahrungsreich sind. Und nahrungsreiche Gewässer sind sehr trübe. Das heißt, dass die Tiere in erster Linie andere Sinneswahrnehmung, auf andere Sinneswahrnehmung angewiesen sind, wenn es darum geht, ihre Umwelt zu erkunden. Das heißt, sie benutzen aktive Echoortung, aber unter Umständen auch andere Sinneseindrücke. Und sie hören natürlich einfach auch, was für Laute in ihrer Umgebung sich abspielen und können dann Entscheidungen treffen, was um sie herum passiert. Aber im trüben Wasser kann man natürlich Licht nicht gut sehen und das heißt, es gibt eine sehr geringe Sichtweite und dadurch kann man sich Dinge nicht leicht ansehen. Das heißt also aber auch für uns, wenn wir die Tiere in freier Wildbahn erforschen, dass wir natürlich die Tiere auch nicht gut sehen können. Und dementsprechend haben wir dann andere Methoden für die Beobachtung. Das ist zum einen eine passive akustische Lokalisation. Was wir da machen, ist, dass wir mehrere Unterwassermikrofone installieren und dann uns über den Unterschied der Ankunftszeit des Schalls an verschiedenen Mikrofonen, Unterwassermikrofonen, ansehen können, wo ein Laut herkommt. Wir können dann sozusagen zurückberechnen, wo der Laut hergekommen sein muss. So können wir dann lokalisieren, wo ein Tier ist. Die andere Methode, die wir haben, ist, dass wir an den Tieren mit Saugnäpfen ein kleines Aufnahmegerät anbringen. Das sind sogenannte Tags. Und diese Aufnahmegeräte können dann am Tier aufnehmen, sowohl was für Akustik man dort hat, was inwiefern die Tiere selber Laute machen, was für Laute die Tiere hören. Aber man kann auch zusätzlich Bewegung ansehen. Denn diese Tags haben kleine Beschleunigungsmesser eingebaut und die zeichnen ganz genau auf, ob das Tier sich nach links oder nach rechts dreht, ob es tiefer taucht oder höher taucht oder auftaucht. Das heißt also, wir können über diese Messung dann uns auch Verhaltensreaktionen ansehen. Die Arbeit hier im Zoo erlaubt uns nun praktisch vorherzusehen, welche Art von Bewegung nach welchen wir eigentlich suchen in der freien Wildbahn. Also wenn wir diese Tags analysieren, müssen wir ja sehen, was sind eigentlich die Unterschiede, die wir uns anschauen. Und die Versuche hier im Zoo erlauben uns halt, das genau vorher zu quantifizieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.